So, wollen doch mal sehen, was das jetzt so bewirkt. Komisch ist doch, dass es hier keine Massenvernichtungswaffen gibt. Was meinst du? Es gibt hier keine Massenvernichtungswaffen. Keine Atombomben oder so. Sei doch froh. Keine. Es gibt hier sehr wohl Atombomben. Ja? Es ist bloß nicht besonders einfach, die einzusetzen. Es gibt hier Atombomben? Yep. Geil. Oh oh. Nein, ich meine. Geil. Sollte mich jetzt das in irgendeiner Form beruhigen? Das hat es nämlich nicht erreicht. Geil. Ja. Nee, ich dachte nur so, irgendwie, es gibt nicht sowas wie den totalen Untergang. Aber anscheinend doch. Ja. Warum kann ich mir das Gebäude nicht kaufen? Ist das jetzt wieder eine neue Verarschung? Haben sie das auch rausgepatcht? Ich kann mir eines der Gebäude, die ich bauen kann, nicht kaufen. Welches denn? Handelslager. Keine Ahnung. Was steht denn da? Ja, gar nichts. Es wird nicht angezeigt im Kaufmenü. Na, es ist schlecht schon. Was für eine Scheiße, echt mal. Egal, ich produziere es jetzt einfach. Oh. Schon langsam die Schnauze voll. Aber irgendwie komisch. Meine Hauptstadt konnte ich nicht mit der Stadt von Numus handeln, aber mit der Stadt, die weiter weg war. Damit kann man das. Okay. So, was macht jetzt mein Trupp? Ach, da heilt sich noch eine Runde, das passt dann schon. Oh, offenbar ist mein Plan aufgegangen. Was? Weltherrschaft? Nee, ich hab Blackie wieder von den Punkten her überholt. Oh mein Gott, Weltherrschaft. Wie auch immer du das gemacht hast, allerdings nächste Runde bist du wieder ein bisschen hinter mir. Du schließt immer weiter zu mir auf und dann soll ich nicht denken, dass ihr mich vielleicht einholt. Tun wir nicht. Ich bin weit über 100 Punkte jetzt hinter dir. Wie bist du schlechter geworden? Aber 103 bin ich jetzt hinter dir. Lol. Vergleichsweise zu dir schon. Ich dachte, du hattest 300. Lol. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen besser geworden. Stella Codex. Zum Glück habe ich das nicht gebaut. Ich habe damit überlegt, aber habe gesagt, nope. Schaffe ich eh nicht. Aber der Knackpunkt ist ja, hier gibt es keinen Punktesieg. Also, doch. Sind Punkte theoretisch irrelevant? Ist es doch der Punktesieg. Der mit den meisten Punkten gewinnt nachher. Nope, kann man nicht einstellen im Spiel. Das Spiel endet einfach nach 100 Runden. Ja, aber da ist er, das ist ja das. Dann gibt es 6 Siege in diesem Spiel? Hä? Nach 100 Runden... Es ist doch jetzt nach 100 Runden wird das Spiel beendet. Und dann es ist nach 100 Runden beendet, ja. Aber vom Spiel her, es gibt den Punktesieg-Modus, gibt es nicht. Ist das nicht der Punktesieg? Nein, es ist einfach nur, dass das Spiel vorbei ist. Scheißegal, aber keiner hat gewonnen. Oh, das ist aber schade. Ja, das haben wir uns beim ersten Mal, als wir das angefangen haben, habe ich das noch nicht gewusst, dass es keinen Punktesieg gibt. Aber inzwischen weiß ich, was für Siegarten es gibt. Auch wenn ich bis jetzt immer noch nur 2 spielen kann. 2? 2 von 5, ja. Welche denn? Krieg und Reinheit. Das sind die einzigen 2, die ich bis jetzt kann. Wieso kann man eigentlich? Man kann doch alle. Ja, ich weiß aber nicht, wie die gehen. Die sind arschkompliziert. Das ist total einfach. Ja, okay, erklär's mir dann. Bei Vorherrschaft musst du nur das Portal bauen und dann so viele Einheiten schicken, dass du 2000 Stärke auf deiner Seite hast. Ja, aber wie kommst du bis zum Portal? Ganz einfach. Du musst einfach die ganzen Vorherrschaftsstufe 13 erreichen. Und dann die dafür nötige Technologie. Das wird dir doch sogar angezeigt. Ja, aber was ist denn die... Nein, wird es nicht. Was ist denn die nötige Technologie? Im Questmenü wird dir das sogar noch gesagt. Ist mir noch nie angezeigt worden. Noch von keinem einzigen Modus. Das ist immer so. Du kannst... Auch nicht von Reinheit. Obwohl ich den weiß. Geh mal auf Quests und Siege. Ich weiß, wo ich da hingehen muss dafür, aber es wird mir nicht angezeigt. Dann musst du auf gelobtes Land gehen, auf das Plus, und dann steht da, starten Sie eine Einheit des Typs Laser-Com-Satellit 0 gestartet. Gut. Was ich halt öfter schon hatte, ist dann, als ich geschaut habe in den Forschungen, was ich bauen muss für einen Laser-Com-Satellit, ist mir das halt nicht angezeigt worden. Okay. Ich meine, das haben sie bestimmt jetzt
gemacht, dass es jetzt funktioniert. Es hat immer, ich habe gleich am Anfang damit angefangen. Wie gesagt, bei mir wurde das nie angezeigt und vorher war es auch so, sobald ich nicht zumindest den ersten Schritt in Richtung eines Sieges gemacht hatte, konnte ich auch das Plus nicht drücken. Okay, ich konnte es. Das geht auch erst jetzt. So. Scheiße, er wird sterben. Was mache ich hier? Eine Straße wäre doch nicht schlecht. Ja, eine Straße wäre nicht schlecht. Okay, wir haben wirklich einiges geändert. Erkundeeinheiten nehmen keinen Schaden durch Miasma, ist jetzt Harmoniestufe 1. Oh. Mhm. Das ist aber schlecht. Was war vorher, dass das, Alien-Aggression leichter wieder runtergeht? Und was ist die Alien? Dieses ganz weg. Ganz toll. Mhm. Warum kann ein Spiel nicht einmal verbessert werden in seinen Grundzügen, anstatt verschlechtert werden, wenn es gepatcht wird? Das ist cool. Das möchte ich einmal sehen, dass ein Spiel verbessert wird, anstatt verschlechtert. Also ich finde, das ist jetzt besser. Ich finde, das ist scheiße, weil sie alles verschlechtert haben. Ja, die Akademie ist schlechter geworden. Was hast du gesagt? Die Gesundheit wird nicht aufgebessert von, das hat er mir vor dem Spiel erzählt, durch Aristokratie, wenn man das am Anfang als Wert wählt. Es ist irgendwie enttäuschend. Naja, Artists machen mehr, also. Ja, das ist fein, die waren vorher schon zu stark. Das ist keine Verbesserung. Ja, jetzt machen sie keine Gesundheit mehr. Also. Das ist auch keine Verbesserung. So, bitte sterbt jetzt nicht. Das wäre ganz nett. Also ich weiß nicht, wer sich den Quatsch ausgedacht hat, muss ich schon mal ganz ehrlich sagen. Die Entwickler. Keine schlaue Person, offensichtlich. So, jetzt heilen wir erstmal unseren Trupp, weil sonst geht er hier auch noch drauf. Was kann man hier noch tun? Jungs, ihr müsst was sagen. Ich kann die ganze Show nicht alleine machen. Sieht ganz gut aus gerade. Ich versuche jetzt gerade nur nicht komplett abzukacken. Ich breite mich gerade etwas bisschen mehr aus. Ja, das denke ich mir. Du haust wahrscheinlich überall irgendwie eine Stadt hin, aber ich habe halt echt keinen Platz die meiste Zeit. Was mir gefällt, ist im Forschungsbaum als Erneuerung die Farben für die Wunder. Man kann jetzt die Wunder an der Farbe erkennen. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal alle Wunder bauen wollte und dann musste ich immer in diesem komischen Workshop gucken. Da ist ein Wunder und da und da. Genau. Das ist schön. Und ich irgendwie glaube, künstliche Evolution, da ist irgendwie... Ich meine, das ist so ganz außen vor, das ist so im letzten Ring. Das ist ein bisschen neu vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Hm. I don't know. So, bitte, liebes, böses Viech, greif mich nicht an. Was ich wirklich sehr selten habe, ist, wenn man Aliens wirklich sehr oft angreift, verändert sich ja die Farbe von denen. Also zumindest das Symbol, und dann werden sie immer besser. Ist das so? Habe ich noch nicht gesehen. Ich schon öfters dachte so, wow, wieso sind die jetzt auf einmal anders? Also, das Symbol dafür ist so, okay. Aber es war wegen der Aggressivität. Style. Forschen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich forsche. Am besten erforschen. Das wäre vielleicht noch irgendwie gut. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung mehr. Es reichen auch nicht die Runden für den ganzen Quark. Erforschst du Quark? Ja. In Quark kann man alle Vitamine reintun. Ist sehr nahrhaft. Plus ein Quark. Und plus ein Zufriedenheit für jeden Bewohner. Außerdem erforschen wir noch Quarks. Quarks. Captain Quark. Das ist eine Einheit. Falls du das nicht weißt. Nö. Das wusste ich nicht. Erstmal hier ein bisschen Bildung unter die Leute bringen. Oh, es ärgert mich. Weißt, da denkt man sich einmal eine neue Taktik aus und gleich im nächsten Update, eine Woche später, ist alles kaputt und nichts mehr funktioniert. Das ist wirklich so dermaßen enttäuschend, ich weiß auch nicht. Was wolltest du denn immer machen? Ich weiß gar nicht, also... Meine neue Taktik war, die Franco-Iberias zu benutzen und so wie du auf Künstler zu gehen, dann mit der ersten Forschung, die ich geschenkt bekomme,
Die Forschung, warte, das könnte schnell genug gehen, wenn ich mich ein bisschen darum kümmere, die Forschung Kognition zu forschen. Da sind die Akademien drin. Bis dahin müsste ich durch die Werte bereits so weit sein, dass ich die Lernzentren kriege, also sind die Akademien bereits genau zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kriege als Forschung, mehr wert, als sie normalerweise wären. Ja. Und dann bin ich halt ein Forschungspowerhouse. Das war meine Taktik, die ist jetzt nicht mehr verwirklichbar. Weil die Akademien abgeschwächt wurden und du keine Technologie mehr kriegst durch die 10 Werte der Franco-Iberia. Ja. War eine sehr mächtige Angelegenheit. Ich habe es einmal gegen ein paar Bots ausprobiert. Ich war doppelt so gut wie der Beste von denen. Jetzt geht das nicht. Ja, das ist schwer enttäuschend. Bitte greift sie nicht an, Aliens, bitte. Das wäre ganz nett. Bitte greift sie an, Aliens, bitte. Nein. Bringt sie um, zerfleischt sie. Jawoll. Sie haben mich nicht angegriffen, aber... Ach so? Was dann? Ja, sie haben den Weg versperrt und ich will sie nicht angreifen. Ah. Ich glaube, ich habe gewalttätige Tendenzen. Kann das sein? Ja, aber gegen andere. Oh, und die musst du noch nicht mal selbst vollziehen. Das ist einfach deine Lateinarbeiten. Irgendwie sowas. Position. Was soll ich denn mal in die nächste Stadt? Ups. Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist das Geräusch eines Weckers. So. Oh nein. Riesenbogen. Ich dachte immer, dass er irgendwie sein Handy was gegen seinen irgendeinen Teller vibriert oder so. Aber das ist einfach ein Klingelton, ein Dingens. Achtung, meine Güte, was habe ich denn jetzt bitte alles für Entscheidung? Bitte greif nicht an. Bitte. Handy-Vibrationsteller. Oh yeah. Ich mag mein Teller. Oh, for fuck's sake, die Aliens sind wirklich erbarmungslos bei mir gerade. Hab Erbarmen. Nö. Nein. Puh. Nicht mein Außenposten. Also einholen kann ich dich wahrscheinlich nicht mehr, Blackie. Aber überholen. Nein. Ja, genau.